Creepypasta 1. Wiegenliedhöhle. Hypno ist Nummer 97 im Pokédex von Pokémon Feuerrot. Sein Eintrag lautet: Es trägt ein Pendel, man berichtet von einem Vorfall, bei dem es ein Kind mitnahm, das es zuvor hypnotisierte. Ich hätte nie gedacht, was mir passieren würde, als ich eine alte Pokémon Feuerrot Edition auf dem Flohmarkt von einem eigenartigen alten Mann kaufte. Er gab sie mir kostenlos, da er sich nicht einmal selber daran erinnern konnte, sie gekauft zu haben. Ich habe mich extrem gefreut, da ich meine alte Pokémon Rot Edition zuvor verloren hatte. Das Spiel funktionierte perfekt, bis ich nach einigen Stunden des Spielens an einen seltsamen Ort kam. Ich fand eine verlassene Höhle, versteckt hinter Büschen, am Rande des Landes, und ich konnte mich nicht daran erinnern, dass sie irgendwo in der Version war, die ich einmal hatte. Ich habe sogar meinen Spieleberater rausgekramt, um zu sehen, ob sie da auf der Karte verzeichnet war. Komischerweise fand ich sie dort nicht. Wahrscheinlich habe ich eine gehackte Version von Pokémon Feuerrot bekommen. Das hat mich fasziniert und ich setzte schnell Zerschneider ein, damit ich die fremde Höhle erkunden konnte. Als ich sie betrat, erschien der Name Wiegenliedhöhle und die gruselige Musik von Lavandia fing im Hintergrund an zu spielen. Ich war zwar aufgeregt, aber ich bekam genauso Angst davor, was ich finden würde. Ich ging weiter. Nach zwei engen Durchgängen sah ich dann ein Pokémon, das ich jedoch nicht genau erkennen konnte. Es lief tiefer in die Höhle, als es mich bemerkte, und ich folgte ihm. Doch dann wurde es immer schrecklicher. Der nächste Teil der Höhle war verdeckt in dichtem Nebel, und die Tonhöhe der Musik schien plötzlich viel tiefer zu sein. Ich war absolut geschockt von dem, was ich als nächstes sah. Ein Mädchen lag vor dem Pokémon. Es war gefesselt. Dann kam das Pokémon auf mich zu. Ich war starr vor Angst. Und plötzlich startete ein Kampf. Das Pokémon war Hypno. Doch ich konnte meine Pokémon nicht rufen. Hypno griff mich mit Hypnose an. Der Kampf endete. Ich fiel in Schlaf und Hypno stand direkt vor meinem Charakter. Ich versuchte alle Knöpfe zu drücken, wollte meinen Charakter wecken. Vergeblich. Es zog meinen Charakter über den Boden, rüber zu dem Mädchen, um auch mich zu fesseln. Es stand da noch kurz, bevor der Bildschirm schwarz wurde, Text erschien. Ein paar Stunden später. Die Höhle war dunkler als zuvor und Hypno hielt etwas, das es vor den Augen meines Charakters hin und her pendelte. Dann wurde die Höhle blutrot. Genauso wie es Hypnos Augen kurz danach wurden. Unter dem Bild von Hypno stand: Hypno setzt Nachtmahl ein. Danach kam der höchste Ton aus meinem Lautsprecher, den ich jemals gehört hatte. Ich ließ mein Gameboy sofort fallen. Das Mädchen und mein Charakter fingen an zu bluten. Eine weinrote Linie kam aus ihren Mündern, während sie sich vor Schmerzen krümmten und ihre leblosen Körper klappten zusammen in ein Lager aus Blut. Hypno stand nur da und schien zu lachen, während der Bildschirm wieder schwarz wurde. Ein Satz erschien: Meine kleinen, dummen Kinder, nun bleibt ihr bei mir für immer. Das Spiel ging wieder zurück in den Startbildschirm, doch meine einzige Option war neues Spiel. Ich konnte nicht fortsetzen. Hypno ist ein Psycho-Pokémon, das eine dunkle Vergangenheit zu haben scheint. Es war eines meiner Lieblings-Pokémon bis zu diesem Tag. Ich hoffe, dass ich eines Tages aufwachen werde, ohne Verbrennungen von Seilen an meinen Handgelenken zu finden. Ich möchte Danke fürs Zuhören sagen. Wenn euch das Hörspiel gefallen hat, dann gebt dem Video doch eine positive Bewertung und wenn nicht, dann eine schlechte. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir Kritik da lassen könntet. Was hat euch vielleicht besonders gefallen und was fandet ihr nicht so gut? Wenn ihr noch mehr von mir hören wollt, dann könnt ihr hier direkt zu meinem letzten Video kommen oder klickt auf Abonnieren, um immer über die neuesten Videos auf dem Laufenden gehalten zu werden. Danke und bis zum nächsten Mal bei Creepypasta Deutsch.